und Senatoren, liebe altschaftfunde Familie. Auch ich darf Sie an dieser Stelle, ich meine, eben haben wir es ja schon gemacht, im Turm bzw. im VW-Zentrum, aber auch hier nochmal auf das Herzlichste begrüßen. Mein besonderer Gruß geht natürlich an unseren Ehrensenator und Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Leverkusen, Manfred Herpertsheimer, unseren Senator und OB Reinhard Buchhorn, unseren Ehrensenator Naxühl Hans-Gerd Kierdorf, ich glaube, der ist noch nicht da, aber der wird gleich kommen, der ist noch bei der Prinzengarde Köln, der rief mich morgen schon an, den habe ich kommen, aber das kann was später werden. Unseren Ehrensenator Heinrich Popella und unseren Ehrenschatzmeister Finnekicker Franz Josef Finette und natürlich unseren Nestor des Senats, letztendlich unsere gute Seele der Gesellschaft, Lappürsche Dieter Dinnendahl. Last but not least, unsere Senatorin Jeanette Schmitz für die Volksbank Rhein-Wupper EG. Jeanette, herzlich willkommen. Ein Tag wie heute ist auch immer ein Tag für ganz besonderen Dank. Dank an unseren Senator Herrn Manfred Herpertsheimer, den Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Leverkusen, Ehrensenator unserer Gesellschaft und Beiratsvorsitzender der Altstadtfunkenturm GmbH für die großzügige Einladung zum alljährlichen traditionellen Grünkohlessen sowie die ideelle und finanzielle Unterstützung unserer Gesellschaft. Danke. Danke natürlich auch an Herrn Bernd Herbel. Ich weiß es nicht. Gesehen habe ich noch nicht, aber ihr könnt mir dann berichten, dass wir ihn lobend erwähnt haben. Hauptverkaufsleiter und Repräsentant der Dombrauerei für das leckere Kölsch, was wir hier am Trinken sind. Ein ganz besonderer Dank auch nochmal an das Team Funkenturm, so sage ich es einfach mal pauschal. Es würde wahrscheinlich ganze Seiten füllen, all die zu nennen, die aktiv dabei waren. Stellvertretend dafür unseren Senator, Professor, Architekt, Diplom-Ingenieur Olaf Rückert, Senator, Diplom-Ingenieur Klaus-Dieter Dingarten, öffentlich bestellter Vermessungsingenieur, Senator, Diplom-Ingenieur Hans-Peter Gornig, staatlich anerkannter Sachverständiger für die Prüfung des Brandschutzes. Das waren so stellvertretend für all die vielen mitgebracht haben. Aber ihr seht, nachdem der Turm auch ja so gut wie fertig ist, gibt es immer noch Sachen. Deshalb möchte ich auch hier mal Danke sagen an unseren Senator Thomas Höfner. Der hat mir wirklich aus der Petrouille geholfen. Bekomme ich doch irgendwann einen Brief, Bundesministerium der Finanzen oder Justiz, ein Schreiben mit Rückstein. Ich denke, ach du leben jetzt, das Wort jetzt als Senatspräsident. Dann stand dann, die Bilanz der Altschaftfunkendom GmbH wurde nicht fristgerecht im Bundesanzeiger veröffentlicht. Strafandrohung und. Ich denke, du leben jetzt, was machen wir jetzt, um ehrlich zu sein. Wie soll man die Bilanz veröffentlichen, die wir ja nicht haben? Also haben wir dann den Senator Thomas Höfner, oder ich habe den Thomas Höfner angerufen, der reagierte natürlich spontan. Die erforderliche Bilanz wurde aufgrund unserer Unterlagen erstellt, in seinem Büro und im Bundesanzeiger veröffentlicht. Und was man dazu sagen muss, alles besonders. Danke. Unser Funkenturm ist seit der Eröffnung eine gern und häufig besuchte Location. Diverse Vernissagen haben dort stattgefunden. Der VHS Munterabend mit Paul Hebbel. Noch klingen die Steine von dem Widerhall des Gesangs. Es gab Veranstaltungen, Deutscher Städtetag, Wirtschaftsjunioren, Lev Liest, Firmen-Events, Leverkusener Kunstnacht, sowie diverse Veranstaltungen der neuen Bahnstadt Opladen, Workshops, Trauungen im Turmzimmer, Infoveranstaltungen der SPD mit Minister Groschek und Professor Dr. Karl Lauterbach, Pressekonferenz zur Stiftungsprofessur Vorstand Bayer AG und Vorstand Lenkses und der Fachhochschule Köln. Also ihr seht, es tut sich einiges im Turm. Das waren auch nur einige Beispiele von einer langen Liste. Wie mir die Turmvogte berichten, ist also die Sache relativ gut ausverkauft bis, ich glaube, Mitte nächsten Jahres. Aber unsere Mieteinnahmen sind natürlich auch zwingend erforderlich.
Jeden Monat sind rund 700 Euro Nebenkosten fällig. Das meiste davon kassiert natürlich die EVL für Fernwärme, Strom und Wasser. Und deswegen sind wir natürlich froh, dass wir relativ häufig Vermietungen haben, um letztendlich dann die Nebenkosten einzuspielen. Natürlich wurde uns auch viel Anerkennung zuteil. Für die Restauration und unseren Mut, aus einem Denkmal eine Räumlichkeit mit einzigartigem Ambiente zu schaffen. Aber ich sage euch, wir sind noch lange nicht fertig. Großen Dank natürlich auch an Sie, unsere Senatorinnen und Senatoren. Ohne Ihre großzügige finanzielle Unterstützung wäre unser Vereinsleben, insbesondere im Bereich der Jugendarbeit, nicht zu finanzieren. Kinder- und Mädchengarde, Trainervergütungen, unsere Regimentskapelle und so weiter und so weiter. Für all das dankt Ihnen die KG Altstadtfunken von ganzem Herzen. Danke. Heutzutage gibt es ja sehr viele Informationen über das Internet, also alle, die Interesse daran haben, unter oder auf unserer Homepage www.altstadtfunken-opland.de. Dort findet man immer alles, was an Veranstaltungen, meistens auch das Ganze nochmal Revue passieren lassen, Veranstaltungen mit Bildchen, Text und so weiter, wo man das Ganze dann nochmal nachlesen kann, auch die Chronik des Wasserturms. Oder unter dem Button Funkenturm kann man auch nachlesen, wie die Mietkonditionen sind, beziehungsweise welche Möglichkeiten es gibt, auch für irgendwelche Events den Turm anzumieten. Dann gibt es noch einige wenige Restkarten für die Weinung im Allendorf. Norbert, ist das richtig oder waren die gestern alle weg? Alle weg, sorry. Also wer bis jetzt nicht bestellt hat, hat Pech gehabt. Der kann sich zwar noch als Christkindchen oder als Nikolaus einschleichen, aber offizielle Karten gibt es nicht mehr. Dann nochmal bitte vormerken, Ballintern am Freitag, den 31. Januar, da werden auch in Kürze dann die Einladungen rausgehen, wie alljährlich, im Gartensaal des Bayer Casinos. So, und ich denke mal, jetzt haben wir hier noch geschwart, der Grünkohl wird auch schon blasen, aber vorab natürlich noch eine Augenweide. Das Schmuckstück unserer Gesellschaft, ich weiß, ich sehe schon die Männerblicke hier, es tanzt jetzt natürlich für uns, sozusagen als Vorspeise zum Grünkohl, unsere Mädchengarde. Und ich sage einfach mal, Bühne frei für unsere Mädchengarde.